Hi. Hi. Sind wir wieder und wir bauen ein Haus. Zumindest war es so gut der Plan. Ja, wie eben es nicht aufgefallen ist, die Character Creation war in Part 0. Den sieht man nicht. So, wichtige Frage: Wollen wir ein Haus auf dem Boden oder wollen wir ein Haus auf Fundament? Was heißt Fundament auf dem ist sowas Boden? von 90er Jahre. Boden. Ein Haus auf Boden, okay. So, ich denke mal. So. Die Haustür soll schon irgendwo hier vorne sein und ein bisschen Ein Breit was. reicht locker. Prinzipiell ja, allerdings steht dann jeder jedem am Fuß. Das ist nicht ganz so angenehm. Deswegen ist es ja ein Scheißgebäude. Was? Ein Scheißgebäude. Okay. Ihr sollt uns doch erstmal auf dem Fuß stehen, oder nicht? Im übertragenen Sinne, nicht wörtlich. Ja. Mach einfach ein typisches Direwolf 9x9. Ist es überhaupt 9? Ich habe nicht Ja, das nachgezählt. wird Ja, es sind 9. 9. Okay. Mache ich 9 bei 9. Okay. Fangen wir 9 bei 9 an. Warum nicht? Eben. Das Wird super aussehen. war jetzt Das nur sind 8. 8. Ja, hast du gemerkt. Ja, da ist. Er braucht schon Gartentüren, ne? Geht direkt in den Garten. So. Gut, Speedrun-Zeit. Sowas in Richtung. Es ist dunkel da drin. Tür. Ja, weil Eben. das ein geschlossener Raum ist. Eben. Die billigste Tür, wie wär's damit? Die billigste Tür. Basic. In Blau. In Blau, okay. Wenn du das Dass wir eine willst. blaue Tür haben. Also kriegt er eine blaue Tür. Blaue Tür am Eben. Direkt So. vor dem Briefkasten. Ja. Nee, nicht ganz. Ich denke, die Tür machen wir eher so hier hin. So, Ey, wenn Moment. das ein richtiges Scheißhaus Jo. werden soll, dann. Passt schon da. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt raus oder ist das rein? Nur, dass die Pfeile nach innen zeigen. Das Pfeil nach innen zeigen. Okay. Und es ist eigentlich auch scheißegal. Da hat jemand Ahnung. Ja gut, die Tür geht in einer Richtung auf, ne? Ja, weil andersrum ist sie richtig rum, deswegen wollte ich sie so rum drin haben. Achso, okay. Ja, Und und. hier bei nächsten Fenster. Fenster soll ich mir vielleicht aufsparen, wenn wir die Wände drin haben. Die Räume an sich. So. Gut. Eine Diele braucht man nicht. Es geht direkt ins Wohnzimmer. Das ist eine Einzimmerwohnung. Erstmal brauchen wir zwei Doppelbetten. Man könnte es tatsächlich versuchen mit einer Einzimmerwohnung. Ja. Zwei Doppelbetten sind noch nicht ganz so angenehm, glaube ich. Muss aber. Ein bisschen was mehr. Wir haben fast 12.000. Ein bisschen Ja, was mehr dann drei Luxus kann Betten man und sich eine Couch. schon leisten. Junge. Ja, was? Eine Couch brauchen wir eh. Einer kann auf der Couch schlafen, das stört die Leute nicht. Oh. Das tun die eh häufig genug. Unbedingt bequem ins Bett. Ja, komm. Ein bisschen was Luxus können wir uns schon leisten. Einfach in die Ecke damit. Naja. Naja, das untere Ende sollte frei sein. Bei uns ist ein Pfeil dran, das untere Ende sollte frei sein. Achso, ja gut, dann. Ansonsten könnt ihr da nicht einsteigen in das Bild. Die steht eigentlich noch eigentlich seitlich ein. Ja, Wäre willst ich mir du denn. fast sicher. Wir hätten sind zwei lang, oder drei? Ne, sind drei lang. Dann pack einfach drei auf die Längsseite, oder wie? Ich dachte eigentlich an sowas hier und dann da noch eins und da noch eins. So einen kleinen Bettenkorridor quasi. Das geht auch, das macht noch mehr Sinn, ja. Bisschen was Farbvarianz, damit es scheißerer aussieht. Ja. Oh ja, das ist dein Bett. Jetzt kann ich doch fragen, was für ein Muster das überhaupt ist. So. Dann kommt in die untere Ecke eine kleine Küchenzeile. Nein, ich finde, wir brauchen tatsächlich Wände. Ja, klar. Kannst aber Halbwände nehmen. Halbwände. Ja, warum nicht? Ist modern. Eben. Andererseits, ich fände es schon gut, wenn wir ein Ja, bisschen was mach eine mehr. richtige Wand rein, komm. Nee, nee, Halbwände sind okay, aber ich würde die Betten dann eins weiter auseinanderziehen. Wenn wir uns nicht ständig auf dem Fuß stehen. So. Ist ja nur ein Bettraum im Grunde am Ende. Ja, Ja, dann haben wir schon, keinen Platz aber. mehr. Ja, mach das, Das ist ist schon mal egal, kälter. das ist egal. Das ist erstmal ein Startraum. Das Haus wird noch Ja. größer. Nicht viel. Nicht viel, nein. So, Halbwände. Okay, was haben wir für Halbwände? Am Also jetzt Puls sind der draußen Wände. Flora. Ja, Sind eigentlich auch egal. Gartenwände. Nicht zwangsweise. Messingglas hat man eleganter. Perfekt. So,
Moment, da endet das Bett, ne? Ja. Irk. Steuerung ist grauenvoll, so. Passt. Ja, und ne. Nee, erstmal keine Tür. Nö. Geht, glaube ich. Ich zweifle übrigens, dass die das. Dass denen das reicht. Was? Aber. Das sieht richtig gut aus. Ich weiß. Ja, okay. So, jetzt wo wir den Raum fertig haben, können wir auch gleich ein Fenster einziehen. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an Gefängniszellen. Ah. Oder Hostels. Müssen wir mit leben, so, okay. Fall geht rein. Mittig zwischen den beiden sieht gut aus. Da ist man. Hä? Nee, das, da wo du gerade bist, ja. Das ist am Fußende des einen, hör gut. Ja, meine ich ja. Boah, Licht! Ah, oh mein Gott, wie Licht. Das Effekt. Reicht schon. Nee, ich hätte gern zwei Fenster. Und möglichst eins, das zwei breit ist, ja, zum Beispiel. Das ist genau. Voll ja, stilvoll. So, perfekt. Wow. Was denn? Super. Das größte Schlafzimmerfenster ever. Das sieht aus wie meins. Nur mit weniger so, Streben. Okay, ja, ja. Mehr Streben. So, ich denke, dann kann hier so der Wohnbereich sein. Ja, plus Küchenzeile am besten. Nee, die würde ich dann eher hier an die Ecke so packen. Also, ich weiß gar nicht, ob das als abgetrennter Raum zählt und man deswegen schlafen kann, während andere in der Küche und im Wohnzimmer sind. Ja, wenn nicht, dann macht man da eben ganze Wände draus später. Oder jetzt schon. Können wir auch jetzt schon ganze Wände draus machen, wenn wir ehrlich sind. Einfach nur, um sicher zu gehen. Okay, ich... Ja, genau, mach das Bett weg. Ah. Nicht einfach eine rückgängige Taste da unten? Ja, aber dann wäre die Fenster auch weg. Oh. Das wäre Aufwand, ja. Okay. Aber du kannst mit der Pipette wenigstens das Bett wieder hinsetzen. Ja, aber das war ja eine andere Farbe. Oh. Oh, ja, müssen wir da achten. So. Ein Scheißbett. Eigentlich. Das steht jetzt auch viel besser, ne? Na eben. Weg, so. Ja. Perfekt. Sitzt direkt aneinander oder was? Ja. Ja, Kopf an Kopf. Blendet's dann bei dir richtig so früh morgens wach. Richtig schön. Bett. So, okay, Wände. Richtige Wände. Bett. Ja, nein, da, Wand. So. Volle Wand. So. Ich denke, die Tür. Oh, jetzt wird's da wieder dunkel. Der Seite da. Ja, weil es jetzt ja komplette Wände sind, ne? Nicht hier halt durch. Ganz gut so, ja. Durchsichtige Wände mit. Ja. Tür kommt später. So. Wow. Kriegen wir hier eine Küche rein? Das ist die Frage. Ich würde es schaffen. Du wirst es ja schaffen, okay. Versuchen wir es einfach mal. Aber es wird immer eine minimalistische Küche, also wir nehmen erstmal keine Anrichten, sondern nur die wichtigen Sachen. Also nur sowas wie Spüle und Herd und sowas. Ja, so eine Anrichte brauchst du aber, sonst kriegst du kein Essen. Ja, dann pack die dann in die Ecke, ja. So, genau, hier die Anrichte, da kommt dann... Hm? Ja klar, die Spüle ist ja eingebaut, ne? Genau, ja. Genau, aber Spülmaschinen sind Luxus, nein, wir spülen von Hand. Ja, aber da musst du das Waschbecken einbauen. Ja, eben deswegen, ja. Ja, eben. So, das war das. Aber ein Herd steht extra, genau. Ja. Lass die erstmal so stehen. Ich überlege gerade, Herd und Kühlschrank nebeneinander. Ja, ist okay. Ja, kann man machen. Nein, ich möchte kein Klo, ich mache energetisch sinnvoll. Belegst du. Eben. Aber wenn er diesen Grünton, bitte. Rechts, würde ich sagen. Den da? Oder? Nee, der mittlere. Das ist blau, oder? Ach, ja, das eben. Richtig fies, okay. Gut, Waschbecken hier, dann ist die Anrichte da. Jo. Dann kann direkt daneben der Ofen. Mal auch Farben. Mhm. Ich glaube, dieses Pink wird sich super beißen mit dem Rest. Ja. Hör auf, du nicht, oh Gott. Doch, das wird so ein ja, Haus wie in Don't go. In Südamerika, diese bunten Häuschen. Okay. Irgendwo. Ist einfach so ein Lego-Haus. Ganz ehrlich, dann muss aber diese Küchentheke hier weg. Eine andere Farbe haben. Genau. Oh nein. Am besten so Holzfarben. Ja, und Holzfarben mit... Die werden teuer, ne? Blau Deckel. Drauf, ja, jo. Dieses Pink mit Blau. Mm. Ist egal. Schön, einmal gefliest, einmal nicht gefliest. Herrlich, herrlich. Ah, ja, weiter. So, Kühlschrank. Schlussverkauf, immer das billigste gefunden. Nein, ist
Wir haben es ja, wir können uns auch einen großen Kühlschrank leisten. In Braun. Ich mag dieses Grün eigentlich, aber. Das ist grün, ja. Ja, es passt nicht zur Theke. Wunderbar. Deswegen. So haben wir das. Mülleimer. Passt perfekt in diese Ecke. Fast als wäre es geplant gewesen. Das ist die hässlichste Küche einfach. Das ist die hässlichste Küche auf diesem Planeten. Design kostet halt was. So. Das ist auch die hässlichste WG ever. Du kennst uns. So. Dann nehmen wir das. Im billigsten Mülleimer. Ja, ja. Gut, warum nicht so? Zack. Zack, passt. Wow. Wir haben immer noch keinen Boden übrigens, ne? Ja, der kommt zum Schluss. Okay. Ne, da räumen wir nämlich alles wieder raus und ziehen dann den Boden ein. So, dann kommt dann ein schäbiger Tisch davor. Richtig, richtig. Vier Stühlen. Ja. Das haben wir überhaupt. Ja, hätte schon gern so einen länglichen Tisch eigentlich. Dann aber direkt. Ja, der muss eine weiter vor, der muss dann dahin. Da. Ich. Nee. Noch eine weiter. Wie wär's mit so? Nein, dann da. Hä? Hier? Wenn schon. Eine weiter, der darf nicht mittig stehen, damit wir auch einen Platz da vorne. Ja. Perfekt. Okay. Ich verstehe deinen Gedanken gerade nicht ganz. Wolltest du auch nicht. Küchenstühle. Die einfach, genau. Das sind Besucherstühle. Oh. Wollten wir nicht lieber. Das sind IKEA-Stühle. Ja, aber der hier. Kostet fast 30 Euro mehr. Und hat weniger Komfort, the fuck. Eben. Okay, verschiedene Farben, natürlich. Ja. Passend zu den Betten. Stuhl, the fuck. Passend zu den Betten, gut, das heißt. Nee, nimm einfach nur die. Wäre dann hier. Das war nicht ernst gemeint, aber okay. Ist mir egal, ich mache das jetzt ernst. So. Weiß ist da. Andersrum. Dreh dich. Das weiß. Kann man auch mit Rechtsklick, glaube ich, drehen, wenn du Rechtsklick gedrückt hast. Ja, ich weiß nicht, aber das war. Ist. Ja, das ist Rechtsklick, aber das ist so unkontrolliert. So, dann haben wir hier blau. Blau und schwarz auf jeden Fall oder so. Blau, rot, weiß, finde ich gut. Jo, ne? Ja, ist einfach der französische so Tisch. Jo, mit dem schwarz, ja, warum nicht? Perfekt. Perfekt. Die Leute können essen. Reicht. Klo. Schwarz, blau. Okay. Ja, ich überlege gerade, wo. Vorne oder hinten? Wir nehmen die Tür für das Bett und ziehen das eine weiter nach vorne. Und dann passt da hinten eine Klo-Ecke drin. Nee. Sorry, doch. Aber so ein bisschen was Grundstandard hat man dann schon. Das geht aber. Aber nicht gut. Ich weiß, aber das ist ein Nein bei Nein. Ich will das nicht ausweiten müssen jetzt. Die sollen wenigstens die ersten paar Tage in einem 9x9 leben. Es passt aber nicht in 9x9. Doch! Komm, das ist der Herausforderung, das jetzt reinzupacken. Da passt keine Kloake rein. Wie denn auch? Vorne. Da, wo die Tür momentan ist. Aber die Tür Seite ziehst du eine weiter nach da. In Gedanken. Ja. Nee, ich... Ganz ehrlich, doch, das gut. Macht mehr ja, wenn Sinn. Wenn wir die Tür nach zur Mitte setzen, ja klar. Denn dann hast du hier hinten einen Platz. Das heißt, du brauchst da Klo, da Dusche, da Waschbecken. Das geht nicht. Doch. Nein. Einfach doch sagen. Es geht schon. Es ist nur hart. Es ist absolut unmöglich, so. Tür nach hier. Also doch, ich will die noch einen weiter links. Nein, er ist mittig. Ja, er ist mittig, so. Oh. Jetzt doch. Ja. Ja, es muss ja also metrisch sein. Irgendwie. Im Haus ist nichts symmetrisch. Doch. Kannst du hier nur 3x3 Ecke reinmachen, theoretisch. 3x3 ist zu wenig. Dann mach 2x4 oder so, das geht auch. Ja. So. Oh, ist das ein weiter Durchgang? Ja. Oh, das ist richtig ekelhaft. Ja, eben. Ein weiter Durchgang. Perfekt. Mmh. Weißt du was, dann machen wir noch zu. Dann machen wir jetzt nämlich eine Dinge Tür rein. Tür rein, genau. Okay. So, okay, Klos. Das ist hier. Diese ist perfekt. Ja. Da in die Ecke, ja. Ne, Moment, ich muss. Schwierig, ne? Ich mach das hier hin. Okay. Das ist sinnvoll. Also unter Badewanne sind auch Duschen, Dusche. Weil das so sein muss. Dann da oben hin, genau. Die Ecke sieht gut aus. Genau, ja. Ich muss überlegen, weil in meinem alten Haus standen sich alle ständig auf den Füßen. Im Badezimmer, ja, wenn einer raus wollte. Deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Genau, da ist, gut. Da ist Dusche. Ja, passt. Der ist noch ein Waschbecken. Sieht gut aus. Genau das hier. Nee, aber an die Längsseite, oder? Nee, es wird zu eng. Aber den Rand meine ich an die Längsseite. Ja.
Halt quasi jetzt so nach unten facend. Nein, du sollst dich drehen, Dreckswaschbecken. Dreh einfach die Kamera ein Stück weit. Ja, so. Passt. Spiegel. Ja genau, wo waren die Spiegel? War es Deko? Brauchen wir nicht. Doch, wir brauchen Spiegel. Leider, fürs Bad braucht man einen Spiegel. Passt. Sims, please? Nein. Lass ihn einfach da stehen. Er muss aber hier hin. Verdammt. Okay. Sonst noch irgendwas? Die Türen wären jetzt geil. Die Türen wären jetzt geil. Ja, Fenster vielleicht auch. Ja. Erst die Fenster, dann sehe ich auch, was ich tue. Tue ich nämlich gerade nicht. Ja, das kleine Fenster reicht schon. Oh, geht auch das. Ja, prinzipiell schon. Ist ein Bar, da reicht ein kleines Fenster. Da eins, passt schon, ist hell. Und da noch eins vielleicht, ja. Jo. So, hier darf es auch gern was Größeres sein. Ja, die sind gut. Direkt wieder an, Nichte. So. Noch eine an der Tür, oder? Mhm. Dann aber wieder ein anderes. Was, ein Minecraft-Haus, ey. Denke so. Minecraft-Haus? Nein. Ja, perfekt. So, da haben wir Fenster. Ich liebe es jetzt schon. Ich will ja, was wir in diesem Raum hier machen. Ob wir hier da kann man einen Schreibtisch reinstellen. Ja. Da muss man einen Schreibtisch reinstellen. Ja. So. Wieder ein anderes Fenster. Ja. Mittig. Warte, wie viel kostet der? Naja, es wird viel. Hatten wir so ein Fenster schon? Ich glaube nicht, ne? Nein. Gut, dann nehmen wir dieses hier. Nein, nicht mittig. Okay, dann da. Aber es reicht, es ist hell genug. Ja. So, dann hier die... erstmal muss ich die Wand jetzt zuziehen, damit ich eine Tür reinmachen kann. Habe ich auch schon gesagt. Oder wollte ich wenigstens gesagt haben. Ja, du greifst dir das voraus. Konstantin sagt so wenig. Die ich sag sehr wenig, ja. So, und zwar in... Dünns. Pink fürs Klo. Die Tür kommt dann so dahin. Da auch nicht also viel zu sagen. Grün für den Durchgang. Genau, und weiß dann fürs Schlafzimmer. Ja. Hier. Perfekt. Super. Jetzt doch. Ja, jo, weil dann hast du da unten passt für Schreibtisch. Eben. Oh, Schreibtisch wollte irgendwer eben. Genau. Zoom, please. Ziemlich viel Spaß, dass das unterteilt ist. Ja, ich weiß. So, Schreibtische, genau. Bananenkategorie. Der erste einfach. Den wie billigsten, immer. Ja. Eingebrochen. Boah, sieht der eklig aus. Perfekt. Was für eine Bruchbude. Aber an die Ecke, oder? Dann ist da mehr Platz zum Laufen. Genau. Boah, wenn wir nicht noch eine Version teurer nehmen, ey, sag ich das. Wir haben nur noch 5000, das ist nicht viel. Und einen Stuhl davor. Eben, muss ja bedenken, wir müssen auch die Leute bestechen, dass wir einen Job bekommen. Stuhl davor. So, das darf jetzt aber dieser Klappstuhl sein. Der ist aber teurer. Wie viel kostet der? 5 mehr. Heavy Metal Stuhl. Ich mag nicht. Nee, der allererste ist doch der erste. Ja, aber der ist so schön teuer. Den haben wir schon. Ja und? Noch nicht in diesem mittleren Farbton. Hm. Du meinst. So. Genau. Da wir hier ein Geschenk haben, vermute ich einfach mal, dass da ein Computer drin sein dürfte. Ist eigentlich immer ein Computer drin, ja. Eben. Der Herr Humble. Gut, fehlt noch was außer Boden? Ich glaube nicht, ne? Sowas wie Uhren oder Rauchmelder vielleicht? Lampen? Lampen, also wirklich. Dafür haben wir kein Geld. Ja, man kann ja, die billigste nehmen. Naja, Deckenlampe. Ach, die herrlichen Dinger, ja. Ja. Oh Gott. Eine über den Tisch, genau. Eine hier, eine. Ich weiß, ob es alles im Darfst dann schon diese hier sein. Im Bad eine andere, oder? Ja, genau. Eben. Oh, dann mal schauen. Wow. Hier haben wir eine gute Ausleuchtung. Und dann noch einmal mittig in dem Raum. Gibt es die in verschiedenen Farben? Nein, okay. Dann nicht. So. Perfekt. Ich hab der Raum ist hell. Ist was dunkel. Wandlampe. Jo. Nackte Glühbirne? Ja, perfekt. Ja, nackte Glühbirne. Perfekt. Wunderbar. Genau. Mm. Ja.
Das sieht an sich schon ganz gut so aus. Richtig wohl, ja. Boden. Ich wäre jetzt aber Boden. Für den Boden, ja. Ja, ja, ja. So. Teppich fürs Schlafzimmer. Die kosten ja alle, glaube ich, genau gleich viel. Rot macht schön müde. Okay. Und gar nicht aggressiv. Perfekt. Grün würde zwar besser passen, weil grün Lübsche. Die Farbe ist, die da noch nicht drin ist, aber... Jo, gut, ne? Na, grün. Ist trotzdem diese widerlichen Glocken drauf. Ja, ist doch perfekt. Mhm. So, dann, ich denke, Fliesen fürs Badezimmer, ganz klar. Ja. Was? Kein Teppichboden im Badezimmer? Nee. Pah. Sind die hellblauen Fliesen da unten sehr interessant? Ja, aber die sehen so natürlich aus. Das Schwarz ist einfach nur richtig bah. Nee, ich muss mir zustimmen. Ja, okay, nehmen wir die. Boah. Bedrock einfach. Netherrack ist das. Nee, Netherrack wäre das hier. Oh ja, mach das. Sieht ja voll geil aus. Ja, dann machen wir das, komm. Okay, dann machen wir das. Man dürfte an dieser Stelle gemerkt haben, dass das hier absolut nicht ernst zu nehmen ist. Gott, ich hätte einmal ja gesagt, also... Und jetzt hier irgendein ekelhaften Holzboden, irgendein ekelhaftes Holzmuster. Ja. Schon, das ist das billigste, ansonsten... Perfekt. Billigstes. Das ist ekliger. Das ist viel ekelhafter. Nehmen wir das. Aber es ist so dunkel, ich weiß, es ist zu dunkel. Es sieht zu edel aus. Eben, perfekt. Das geht, ja. 17. Statt... Nee, dann nehmen wir das erste, komm. Ja. 6 ist einfach unübertrefflich. Hat auch keine anderen Farben, ne? Nee, okay. Brauchst du auch nicht, das ist das billigstes Perfekt. Paket. So, und dann hier nehmen wir... Würde ich dasselbe machen eigentlich? Linoleum. Ja, da wär's der Linoleum auf jeden Fall. Bah! Perfekt! Nee, sorry, das kann ich nicht verantworten. Das schon eher. Dann so ein Grauton. Aber das wieso sieht eigentlich Linoleum aus wie Badezimmerfliesen? Ich weiß es nicht. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das ist voll Kannst schlecht. Du mal irgendwie das siebte versuchen? Sechste oder siebte oder so? Bah! Das siebte? Nee, das da. Ja. Oder warte, vielleicht weiß? Boah, sieht das scheiße aus. Perfekt! Nee. Ja, wie so billiges Oma-Geschenkpapier. Ja, nehmen wir lieber das. Ja, super. Okay, wir Und haben Bild. Ganz wichtigsten Tapeten. Ansonsten sind die Sims sofort angepisst. Ich weiß. Da. Waren das Tapeten? Erstmal Tapeten. Erstmal Wände anzeigen lassen. Ist da. Genau. Wow, direkt viel schöner. Ja, fangen wir mit dem Badezimmer. Können die Lampen ausblenden? Nein, ich glaube nicht. Nein. Boah. Fliesen. Einfach das sind 5, das sind 6. Perfekt, die sind hübsch. Ja, passen super zum Boden. Ist das jetzt jede Seite? Müsste sein, ne? Ja, war mit Shift. Ja, ja, ist einmal rundherum. Ja, okay. Okay. Backstein. Teppich. Sparen wir uns auf. Tapete. Genau. Tapete für hier. Die mit dem blauen Stück unten. Ein Stück unten. Kostet die mehr? Ja, klar, kostet die mehr. Aber ist so hübsch? Vintage. Okay. Viel zu hübsch. Nein, die ist Vintage. So. Anstrich. Ist hier. Eben. Wirklich. So, grün. Aber die Farbe passt so gut. Diese hier nicht. Eben. Ich hab das dieses Gelb gesagt, aber. Das Gelb, richtig belebend. Ja, nehmen wir das Gelb. So, was nehmen wir hier? Wir nehmen Teflon, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Was war das eigentlich? Ich habe hier nachgesehen, was das ist. So, Holz. Auch Fliesen. Ach nee, ja. Oder. Gedöns? Oha. Das ist Versuch, gut. Das sind doch diese Holzlatten, oder? Das Holzlatten, das eine? Das dritte? Das dritte? Das hier ist das dritte. Nee, die dritte Thematik, da die dritte Kategorie. So. Ja, das sind Holzlatten. Aber solche. Für außen, ich weiß, aber. Willst du dir das wirklich antun? Willst du dir das wirklich antun? Dann lieber das, was du gerade gesagt hast. Das hier finde ich richtig widerlich. Eben, ja. Ja. Nimm's. Okay. Wir haben Wände, wir haben Boden. Fehlt nur noch die Außenwand. Ja. Da kannst du aber da sowas nehmen, was ich gerade gesagt habe. Bah. Ernsthaft? Oh Gott. Ja, perfekt. Nein, das ist nein, echt, das ist jetzt echt ein Minecraft-Haus. Ja. Nein, ich würde fast sagen. So. Ja.
Wie heißt das Zeug eigentlich? Fleckknast. Herzbeton, okay. Sieht auch so aus. Ne, ganz ehrlich, okay. So ist glaube ich, besser. Ja. Ja, das geht doch. Das ist halbwegs vernünftig, so. Möchten wir ein Dach? Ich denke schon, oder? Schau mal kurz, lass die Oberseite erstmal anzeigen, bitte. Upp. Nee, Oder was meinst du? Wir haben noch gar kein Dach, oder? Doch, wir haben eine Decke. Nö, nix. Es scheint alles offen zu sein, so. Also Flachdach reicht, glaube ich, vorerst und Bungalow. Was? Vorerst, das ist teuer. Nö, kostet gar nichts. Oh, kostet sieht aber scheiße aus. Nichts. Ja, das kann man noch ändern. Ja, Quietsch, so. Was ist das hier oben Mitte? Cool, was oben in der Mitte? Das hier? Mhm. Ja, das ist das. Das ist so ziemlich dasselbe, nur dass dann die kurzen Ecken nicht schräg gemacht werden. Das letzte ist wirklich? Dieses Komplettdach. Ja, das ist halt ein Bungalow. Aber nein. Nee. Das erste sah richtig cool aus eigentlich. Also das da. Und das sieht irgendwie komisch aus. Nee, das mit den zwei geraden Seiten. Ja. War das hier, war das? Okay, ich kann das irgendwie. So. Ja, das. Ja, das ist besser. Aber ein bisschen flacher vielleicht. Reagierst durch Dach? Bah! Perfekt. Ja, das sieht so richtig aus wie so eine Daisy-Baracke. Perfekt. Hm? Ja. Nehmen wir. So, der Komplexität halber. Eben da oben muss noch Wand hin. Genau. Nein, nicht die andere. Jetzt einmal außen rum, ja, ist sie hoffentlich. Jep. Ich Maus verdrehen muss. Nein, ist die nicht. Ist die jetzt. Okay. Wundervoll. Ja. Wundervoll. Okay, wir haben noch. Ich würde sagen 2000 für Deko. Sonst oder nicht sowas wie ein Rauchmelder über dem Herd vielleicht? Zum Bitte? Beispiel, ja. Eine Alarmanlage? Nein, da hier bei Objekten war das. Kleingeräte waren das, dürfte es gewesen sein. Ein Rauchmelder direkt über dem Herd? Naja, ich weiß ja nicht. Ist in dem Fall in Ordnung. Würde okay. Ich machen. Es geht nur, wenn es brennt in Nepal, wirklich. Jo, okay. Telefon? Telefon. Das ist am besten eins. Nein, am besten eins für die Wand. Ja, dann ist das da. Perfekt, ja. Okay. Direkt in der Tür, ja. Stürzt am wenigsten, ja, eben. Hier. Im Badezimmer. Nein. Das könnte doof werden. Könnte perfekt sein. Okay, für den Fernseher haben wir keine Zeit und kein Geld. Eben. Und sonst noch irgendwas? Nein, hier ist Zeugs, eine Alarmanlage, ich weiß nicht, wie viel der Spaß kostet. Was ist das eigentlich? Ist das eine Uhr? Irgendwie ja, eine Uhr oder so, ja. Das ist ein Wecker, Alarmlage. Also irgendeine Art von Uhr will ich schon mal machen. Das vorderste dürfte eine Alarmanlage sein. Ah, ja. Haben wir, jetzt können wir uns diesen Luxus wirklich leisten? Ich will nicht eingebrochen kriegen und meinen tollen Stühle geklaut kriegen. Einfach an die linke Seite der Wand, genau. Ja. Links neben die Tür. Genau. Ganz ehrlich. Okay. Fertig. Nein, Deko. Ist Uhr? Irgendeine Art von Uhr? Wofür? Brauchen keine Uhren. Keine Ahnung. Klar, wenn du meinst, da. Was, wenn du eine Kaffeemaschine oder sowas leisten kannst, wäre auch geil, aber. Ja, da brauche ich mir neue Anrichte für. Die kannst du ja am Boden stellen. Dann lassen wir es. Nee, wir brauchen es nicht lassen. Wir können einfach den Mülleimer. Auch unter den Dings stellen, oder wie? Unter die Alarmanlage. Klar. Warum nicht? Schräg. Stimme schräg. Perfekt. Dann würde ich übrigens gerne das alles eins weiter verschieben. Einfach weil. Oh. Das hätten wir auch nehmen können. Wäre billiger geworden. Na egal. Ja. Aber Moment, kann ich hier mal darunter stellen? Mhm. Ziemlich sicher sogar. Nö. Sieht nicht so aus. Ach, ich finde ihn richtig dreht. Nee. Aber irgendwas kann da drunter, das weiß ich. Egal. Ich pack's einfach wieder in die Ecke. So. Ist egal, ist trotzdem richtig hübsch. Ja, wundervoll. So, und hier kommt dann ein.
Nee, das war nicht hier, das war da. Kleinkram. Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Ja, oder? Ja, ist besser als eine Mikrowelle, würde ich sagen, ja. Das ist eigentlich für ein komisches Gerät. Großpresse, okay. Hat die Farben? Da noch zur Auswahl. Hm? Mixer, Mikrowellen, noch mehr Mixer und Küchenmaschinen und Kaffeemaschine und Zeugs. Ansonsten Ofen. Ofen haben wir ja schon. Nee, es ist kein Ofen, das sind Spülmaschinen. Ja, Kühlschränke haben wir auch schon. Also eine Spülmaschine brauchen wir echt vorerst momentan nicht, stimmt. Sieht widerwärtig aus, eben. Ja. So ein bisschen der Tisch. Jo, hm? Gut, ja, dann. Wollen wir mal schauen, wie die Sims sich, wie die Sims das Haus finden? Nein, nicht bis die Deko dran ist. Ja, dann pack halt doch eine Top-Pflanze da irgendwo hin. Das war der Plan. Irgendwas, was halbwegs groß ist. Ja, oder so eine Deckending. Deckendinger sind gut. Ja. Perfekt. Genau da. Ja. Ne, hier. Da ein bisschen was Deko und vielleicht noch ein paar Poster in die Wand oder sowas. Ne, Poster sind teuer und dämlich. Willst du ja feudal haben? Och. Nein, wir haben kein Weihnachten. Hier ein Bild und. Boah. Nehmen wir es dahin. Was jetzt? Ich habe euch festgestellt, dass Deko wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist bei den Sims. Ah. Und mhm. Badezimmerteppich. Ja, der ist perfekt, der kleine blaue. Jo. Ist das größeres vielleicht? Nein, das sind nur Vorleger. Danke, Unterwäsche brauchen wir wirklich nicht, die kriegen wir selber. Das sind auch alles nur doofe Teppiche. Bah. Ja, Basketball. Basketball ist super. Zack. Gut, ich denke, ich bin zufrieden. Ja, ich auch. Sport begeistert. Ich persönlich würde ja sagen, dass wir noch einen Nachttisch irgendwo hinsetzen, theoretisch. Ganz viel Zeug gekauft. Ja, ach ja klar, das gibt mir ja natürlich jetzt die ganzen... Markus ist auch schon auf Platin-Level. So leicht macht man Leute glücklich, indem man Dinge kauft. Ja. Okay, so. Wer möchte zuerst anfangen zu arbeiten? Ist mir eigentlich egal, ich kann gerne arbeiten gehen, wenn ich Polizist werde. Oder ich weiß nicht, was werde ich denn? Polizist, ne? Du wolltest Polizist werden, meine ich, ne? Ja, du hast Polizist. Ja, Polizist ist geil, ja. So, dann. Lass uns einfach alle sofort arbeiten, bis auf Konstantin, der ja das Haus halten will. Was? Ja, klar, wir können uns halt die Zeitung nicht teilen. Es muss erst einer anfangen. Mhm. Dann kannst du in der Zeit das Geschenk aufmachen und schauen, ob dein PC drin ist und dann am PC den Job suchen. Das wäre eine gute Idee. So, ich bin. Schwarzhaarig, so. Öffnen. So, sonst haben wir, glaube ich, noch nichts. Hey, Bruder. Der Kerl ist seltsam. Mein Gott, ist das spannend. Was ist drin? Computer, ja. Blub. Tada. Als erster Teil erstmal das Klo nutzen konnte. Scheint so. Ja gut, er hat ein bisschen was, ja. Der PC ist gar nicht mal so schlecht. Der sieht okay aus, ja. Ganz lustig. Das ist der erste PC, den man sich selber kauft. Ja, das ist wohl wahr. So, was... Darf ich für die Zeitung lesen? Ja. Frag ich, was Markus da treibt. Und aufstehen. Auf. Okay. Was? Hi. Sofort heimisch sind. Jo. Bild-Zeitung. Nein. Marsch. Nicht bei Bildarbeiten. Spielplatzüberwacher. Nein. Verbrechertaschendieb. Nein. Geil. Dann okay. Auf deinem Internet, da gibt's glaube ich andere Jobs. Ja. Markus, weg vom Rechner. Du hast nicht Sims 3 spielen, das Spiel ist doch gar nicht draußen. Job suchen. So, dann darf sich jetzt Konstantin einen Job suchen, einfach weil. Yay.
Ich glaube, das ist auch irgendwie von der Person abhängig. Ja, tschüss, weg. Bot. Flappy, Liebling, Weiße, Wubu. Wir vertragen uns jetzt schon super. Ich glaube, die möchten sich auf die Küchenstühle setzen. Ich glaube, wir brauchen ein Sofa. So ein kleines Ein- oder Zwei-Personen-Sofa, was du da direkt neben die Tür stellen kannst. Ja. Gibt's also auch in anders. Das ist aber super. Jo. Upp, so. Perfekt. Ja, wundervoll. Wenn man da noch ans Telefon rankommt? Ich... Wird schon passen. Ich glaub nicht. Nein, nicht aufs Klo. Gut, packen wir das Telefon hier hin. Perfekt. Jo. Wow, dass das echt alles hier reinpasst. So. Ja, ne? So kriegst du einen Vier-Personen-Haushalt in 9x9. Ja. Blub, 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 blub. So, du stehst auf und du hast inzwischen vergessen, dass du... Ja. Was ist das? Oh, Sofa. Stuhl absuchen. Du willst dir ein Stuhl absuchen, verdammt. Es ist was eng hier, glaube ich. Ja, alle waren an die Zeitung ran, die ich da hingelegt habe. Minimal. Dann gehe ich jetzt auf manuell dran. Ha! Oh Gott. 1, 2, 3, verschwindet Zeitung. So, tada. Tisch legen, genau. So, und du suchst dir, warte mal, einen Job. Hey! Was, Sevli? Move! Wie bitte? Wir stehen uns auf den Füßen, und zwar wörtlich. So. Wer ist das? Er hat auf jeden Fall einen fürchterlichen Modegeschmack. Konstantin, den darfst du anquatschen. Yay. Einfach damit du aus dem Weg bist, so. Was macht Markus? Wolken beobachten. Das bin ich, ist nicht Markus, das bin ich. Vollkommen egal. Sollst du eigentlich Fangen spielen? Mit dem Kerl? Nein. So, du kannst ja hinsetzen. Haben uns jetzt schön verteilt. Gut. Job suchen. Nein, nicht aufs Klo. Danke. So, haben wir es dann endlich. Wow, das funktioniert. Ja. Vielleicht suche ich mir auch mal einen Job. Also zu warten. Was haben wir denn Schönes? Spielplatzüberwacher anscheinend. Ist doch dasselbe. Ja, Bildung ist halt nicht das Richtige irgendwie, ne? Hm. Nee, schon dasselbe zu sein, okay. Ne, Wahlkampf dabei war doch neu, oder? Nee, das hatten wir glaube ich auch schon. Oh. Tellerwäscher, du wolltest nicht kochen. Glaube ich. Nein, wollte ich nicht und das ist ein neuer Job. Nee. Stimmt, in der Tat. So, das ist jetzt für mich. Ich möchte nicht im Wahlkampf, aber ich will Wissenschaftler werden. Mad Scientist, mohaha. Spielplatzüberwacher, nein. Nein, kein Taschendieb. Das ist das einfach als Jobangebot. Nein, immer noch kein Taschendieb. Okay. Nichts für mich. Maskottchen, nein. Okay. Wir brauchen irgendwie so einen kleinen richtigen Tisch. Kann man nicht mal den ganzen Kram auf den Schreibtisch legen. Was passt das hier noch irgendwo rein? Ja, hier, ne? Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, da quasi da in die Ecke von... Also da, wo du gerade stehst, quasi in die Ecke. Ja. Ja, perfekt. Facing zu uns natürlich. Ja, ja.
Dreck. Perfekt. Ganz schlecht. Bei Tischen, aber okay. Ja, dann machen wir es gerade, okay. Also eine andere Farbe vielleicht. Genau, machen wir nämlich zwei draus. Haha. So, hierliches Blau. Packen wir dann doch hier hin. Oh wow, weil das ich würde uns so den Weg versperren. Ja. Aber okay. Ja, ist mir recht. Sieht ein kleines Stück weit schrecklich aus. Das war auch der Sinn dahinter. Ja. Bin klar. So. Okay. Ja, Jobsuche funktioniert nicht so, hm? So, du schmeißt das dann, glaube ich, gleich hin. Da sollte Konstantin sich mal einen Job suchen. Vielleicht hat der was für den passt. Ja. Ja, eben. Ich weiß gar nicht, was ist dem seine Laufbahn? Klar dann. Der wollte Geschäfte zu Hause haben. Oder also so. Irgendwas Selbstständiges. Ich habe keine Ahnung. Im Prinzip können wir auch anfangen mit irgendwelchen Jobs, die wir nicht unbedingt wollen. Aber. Ja. Das Leben ist so kurz. Wir haben nur 30 Tage. Und das ist so eine Sache, die ich echt nicht verstehe. Was macht der da? Ich meine, ich könnte eine Mod installieren, dass es etwas länger dauert. Ich glaube, das waren dann irgendwie 90. Man kann auch einfach die Alterung ausschalten. Könnte ich auch machen, komplett, ja, aber das ist dann ein Cheat, halt kein Mod. Würde ich so sagen. Ein paar Nachbarn sind gekommen. Ja, da sind Nachbarn. Und ein Geist. Und ein Pflanzen-Sim. Nachbarschaft ist super, wenn ihr Pflanzen-Sims durch die Gegend laufen. Deswegen hat der eine ja wahrscheinlich auch eine Gärtnerei als Wohnhaus. Das kann gut sein, ja. Na genau, Grünlinge, das waren die hier von nebenan. Okay. Gut, dann. Was war das? Genau, 7 Leute in diesem Haus, perfekt. Ja, wunderbar. Das ist super. Okay, wer gerade nichts zu tun, wer kann die Nachbarn grüßen? Du begrüßt erstmal Roswitha. So, was mache ich gerade? Was, das ist kein Kerl? Fuck, warum bewundere ich dich? Du bist nicht bewundernswert, so. Warum bin ich nicht bewundernswert? Ich bin Geheimagent. Noch nicht. Dann grüße ich den Stefan. Was hin? Sucht immer einen Job, glaube ich. Nein, der macht ein Mittagessen. Auch geil. Ja gut, hat was Hunger. Wo ist der überhaupt? Die ist schon gekommen, gleich fackelt uns unser Haus ab. Wer ist dieser Mensch? Ach, Angelo ist das, okay. Wo ist Konstantin, the fuck? Am Kühlschrank, da vorne. Okay. Ja. Warum regt sich Angelo darüber auf, dass ich an meinem eigenen PC sitze? Weil du nicht sozial bist, glaube ich. Bin ich doch auch nicht. Okay. So, dann gehen wir Familienmitglieder halt da mal begrüßen. Der Kerl kommt einfach so rein. Wie viele eigene Willen hast du den Leuten gegeben? Ein. Das ist Sims 2. Du hast entweder einen oder gar keinen. Ach, das gibt hier nur. War das hier? Nee, war nicht hier. Doch, es gab's hier. War hier. Ja. Ein aus. Ah, Sims 2 hatte nur ein und aus. Schade. Aber ein ist mit dem eigenen lieber halt aus, ganz ehrlich. So, was ja, das hier ist das auf jeden Fall. Hat der Klo kaputt gemacht oder was? Oder? Ach, keine Ahnung. Würde ich direkt wieder rausschmeißen. Mhm. Aber doof. So, haben begrüßt. Ich rede weiter. Einfach mal ein bisschen was plaudern und. Abend ist ein bisschen was früh. Einmal schauen, wir sind vollkommen nette Nachbarn, die nicht asozial sind in irgendeiner Art und Weise. Nein, nein. Wir werden auch nicht versuchen, bald alles zu zerstören und die Weltherrschaft an uns zu reißen. In unserem 9x9. Boah, wir haben doch so ein großes Grundstück. Können wir das wirklich so machen, dass wir die 9x9s einfach immer um so 9 Räume erweitern? Klar, warum nicht? Boah, das ist ja schrecklich. Mit so einem Zwischengang, immer so einen Platz frei. Okay, das wäre interessant. Natürlich. Richtig 100% da, Wurf 2D. Okay, ja! Ich unterhalte mich mit dem Kerl. Markus ist super drauf und. Was war das? Fähigkeitspunkt. Gastronomiekarriere. Nein, willst du nicht. Einmal plaudern.
Witz erzählen. Ja, erzählen eine Geschichte, irgendwas, so, zack, fertig. Genau, erzähl dem neuen Nachbarn eine Geschichte über deinen Computer. Ja, das macht man. Also, so. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ihr habt mir diesen Computer geschenkt und ja. Dann haben wir versucht, darauf Jobs zu finden. Aber ging ja. Nicht, weil wir scheiße sind. So, da ist Konstantin, ich begrüße. Wo steckst du am Computer und zockst? Das bist vollkommen du. Oh mein Gott, sitzt er schief. Wie gesagt, das bin vollkommen ich. Sei mal sozial, begrüß den Kerl da. Aber gerne doch. Hallo. Und Konstantin serviert. Er ist sehr gut im Servieren. Doch Gastronomie-Karriere oder was? Was? Genau, das hast du jetzt an einem Mittagessen machen gelernt. Boah, ich kann Mittagessen kochen. Ich muss Chefkoch werden. Jetzt sofort. Ja. So denkt ein Sim, oder? Eigentlich schon, ja. Würde ich aber wirklich raten, oder irgendjemandem raten, wirklich Koch zu werden, weil ansonsten haben wir ganz schnell ganz viele Probleme in diesem Haus. Ja, ich weiß, ich weiß. Was kannst du eigentlich, Junge? Was will mir dieses Fenster ständig sagen? Fuck. Gut, Konstantin ist einfach da. Weißt du, also, IRL sieht diese Kleidung viel schlimmer aus, als ich gedacht habe. Vor allem jetzt gerade in der Pose. Nebenbei, Konstantin. Du hast gerade echt den Teller einfach neben dich gestellt, stimmt das? Oder habe ich recht? Auf den Boden. Wir haben ja nur zwei Anrichten und in der Tat, Tisch. Wir hatten ja auch noch die. Ja, aber du hast ja wirklich serviert. Da stehen vier Platten auf dem Tisch, deswegen. Schwarzen Blöcke hier. Ja. Die Frage ist nur. Wer von uns hat Hunger? Wir haben alle Hunger. Warum isst dann keiner von uns? Du müsstest uns einmal zu Tisch bitten, das kannst du, glaube ich, machen. Ja, ich weiß, so. Kannst du mir rufen? Zu essen rufen. Zum Essen rufen. Alle. Nur den Haushalt, oder? Nicht die Gäste. Ja, gut, dann. Halt. Moment, das war der falsche. Nicht, doch, war richtig. Oh, es hängt. Es hing. Wow. Textwand. Okay. Einfach nein. Call girl. Essen rufen, Haushalt. So, jetzt aber. Wir sind gerade eingezogen, wir können das nicht. Vorhin steht im Amt dran. Okay. Was wollte der? Der wollte dich umarmen. Okay. Hallo? Der Kerl wohnt hier nicht. Ja, eben. Alter. Klauen sich unser Essen? Das ist ja unmöglich. Ich glaube, du hast gerade eben wem anders aufgetragen, alle zum Essen zu rufen. Könnte gut sein. Ach, egal. Darf ich jetzt auch was essen vielleicht? Nein, du unterhältst dich immer noch mit dem Kerl da. Für mich auch. Und dann gehst du was essen, glaube ich. Bilanz! Ja. Essen, ein leeren Teller. Wow! Du gibst mir erstmal minus 350 tolle Punkte. Was war da jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Aber egal. Es ist genau. Chaotisch mit vier Leuten. Und ich habe über Bilanzen geredet und irgendwer mochte das anscheinend nicht. Aber erst mit schönem Marmeladebrot von Konstantin. Jetzt sehr viel über dann gehst du aufs Klo, bevor es noch Unfall gibt. Klingt gut, ja. Muss sonst noch mehr aufs Klo. Nein, gut, nur du. Aber Markus braucht Spaß. Das Haus ist so voll. Oh Gott. Ja, wenn wir drei Nachbarn drin haben, vier. Kann man die einfach rausjagen? Man könnte sie bitten zu gehen, ja, aber ich finde das gar ganz interessant. So. Aber welche wildes Chaos und jeder lernt sich irgendwie kennen und. Und jeder nutzt die Geräumigkeiten des anderen. Der mag unser Bild nicht, das ich aufgehangen habe. Ja, und der andere geht in euren PC. Ja, das macht er auch ständig. Ja, aber das will ich nicht. Gibt's auch eine Mod gegen, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die installieren soll. Gut, also bis zum nächsten Mal werde ich da ganz, ganz viele verschiedene Mods installieren. Das ist gut. So, du kannst den nächsten einfach mal hin. Okay, warum nicht? Auch gut. Soll er das tun, aber wir brauchen trotzdem einen Job. Wo ist die Zeitung? Wer ist die Zeitung? Du hast doch schon mal einen Job gesucht, aber mach's bitte trotzdem nochmal.
Nachdem wir den Job haben, hören wir denn heute auch auf, oder? Ich denke, ja. Weil, ich meine, dann haben wir unseren Lebensunterhalt. Einer von uns kann dafür alle zahlen, das ist super. Ja. Irgendwie sind die ganzen Grafiken hier eh verbirgt. Ja, ja, das kann man aber auch abschalten. Jo. Oh, ich lerne sauber zu machen, das ist gut. Oh, richtig so. Wahlkampfmitarbeiter. Ist das von der Sonntag? Ist, glaube ich, weniger was für ihn, oder? Das kann er selber entscheiden. Ich weiß es nicht. Man, du siehst. Was war nochmal bei mir? Bei mir war doch einfach nur Erfolg, oder nicht? Du wolltest einfach nur irgendwie Privatunternehmen besitzen. Das heißt, du hast eh keinen richtigen Job, du willst selbstständig sein. Nimmst du diesen Job? Ja, mit der Politik kann man in Sims wenig anfangen, glaube ich. Ja, ansonsten kannst du weiter suchen. Wir haben noch irgendwie 3 oder 4 Jobs. Ja, dann nochmal weiter suchen. Okay. Ja, so Martha. Spielplatzüberwacher. Immer noch nicht. Der ist aber auch, der ist nicht so gut bezahlt wie der andere. Ja, ist aber auch nur bis. Naja. Ist aber dafür auch mehr Tage, glaube ich. Das ist noch schlechter bezahlt. Das ist noch schlimmer. Dann nochmal dasselbe und den ersten Job wieder annehmen. Ja. Moment, da ist gerade wer rausgegangen. Warum rennt er raus? Hoffentlich, weil er scheiße ist. Nein, ich glaube, die hat einfach Hunger. Egal. Girl. Best Blick. Ich hab so, nur Gras im Kopf. Da hin und hebt sie wieder auf und setzt sich wieder dahin und liest weiter. Ja. Sehr schlau. Und dahin schreiben sich 3 Leute im Badezimmer, the fuck? Nein, 4 sogar. Es ist doch herrlich chaotisch. Wie viele Leute sind da überhaupt? Und ich wundere mich, wo der Kerl hin ist, oder? Da. Die Kerlin. Welche Kerlin? Da, der Blumentopf. Ja, das ist vom Grundstück runter. Muss anscheinend nach Hause aufs Klo, oder keine Ahnung was, so. Eben. Das stört dich sonst auch nicht. Jo. Du bist gelb. Warum bist du gelb? Weil du aufs Klo musst. Okay, deswegen gibt's da so ein Drama. Und da sind alle gerade. Ja. Zumindest Markus kann ich da mal kurz raus komplimentieren. Du willst nicht mit dem Kerl plaudern, sondern. Was willst du denn? Den Kerl hinausbitten. Nö, die sollen ruhig was bleiben. Du willst hier hinhüpfen. So, perfekt. Ich wollte gerade was trinken, aber okay. Ach, da ist sie wieder. Das wolltest du nehmen, oder? Wagt mir weiter, ja. Einfach nur, weil du musst das ja irgendwie finanzieren. Ja. Machen wir mal. Fahrgemeinschaft kommt um 8, perfekt. Autos sind wirklich unpraktisch in diesem Spiel, hab ich festgestellt. Was war das? Kissenschlacht im Badezimmer. Leute, seid ihr noch ganz bei Sinn? Und vor allem mit unseren Kissen. Die kommen mal für hin. Boah, sind das Assis. Ja, der Kerl hat bestimmt ziemlich viel Gras im Hirn. Das ist eine Frau immer noch. Ja, das ist mir egal, wenn sie aussieht wie ein Kerl. Was ist das Vita? Ein Kerl. Was Vita? Das ist Oma, was Vita. Matthias Bauer. Der große Bauer. Können die bitte langsam gehen? Oder wir wenigstens Platz zum Pissen lassen? Ansonsten muss ich sie geheimagentenmäßig alle durchpissen. Genau, das war nämlich das Problem. Jetzt stehst du nämlich in der Tür und kannst nicht vorwärts, Markus kommt nicht aus der Tür raus. Und deswegen denkt man. Deswegen hat jeder Bad normalerweise 3 Eingänge. Könnte aber einfach so ein Haustüreingang ins Bad. Hab ich auch gerade überlegt, das Geld dazu hätten wir theoretisch noch. Man könnte von dem Arbeitszimmer aus einen Eingang noch machen. Ja, dann hast du die 3 Eingänge. Das wäre möglich, ja, ja. Ja, vom Arbeitszimmer reicht auch schon. Nach draußen, das ist so kritisch. Ja. War das kaufen? Nein, es war bauen. Also, kaufe mir eine Tür. Türen kauft manchmal und baut sie, so. Wir hatten schon Grün alle haben Farben, wir schon. Nicht, ne? Grünen Eingang haben wir schon, ja. Alle Farben hatten wir schon, okay. Nehmen wir eine Schleife. Genau, so eine Wintertür. Geht das überhaupt hin? Nein, geht nicht mal. Wow. Geht diese warum Tür? Nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es wenig Platz ist. Aber warum ist zu wenig Platz? Weil Leute im Weg stehen. Ich kann nicht mal eine Tür und Platz, die mal Leute im Weg stehen. The fuck? Spiel, wirklich.
Ja, dann hast du jetzt ein Problem. Dann bestell mich halt kurz raus, bis die Leute gegangen sind. Bestell mich raus, dann bestell Markus raus und dann erschieß die beiden. Wenn ich mitten im Gespräch einnässt, ist es glaube ich nicht ganz so optimal. Ja, vielleicht wäre so weit weggehen nicht der Fall. Einfach nur bis ein Stück weit weg. Naja. So. Aber hey, Konstantin hat einen Job. Setz dich mal hier hin. Nee. Ja, Konstantin hat einen Job. In der Tat. Ihr hüpfen, bewegen, ja, dann hüpfst du. Du sollst hüpfen. Oh Gott. Könnten die beiden jetzt endlich mit ihrer Scheißkissenschlacht den Bart aufhören? Scheinbar nicht. Kopf in der Wand. Verscheuchen. Kopf in der Wand, Tatsache, ja. Die verscheuchen überhaupt, nee, ne? Doch, da stand irgendwo wegscheuchen, doch, da. Wegscheuchen. Oben rechts. Dann solltest du das aber machen. Ja. Wegscheuchen, so. Du weg, du weg. Und du sowieso. Ja, wir wissen, dass du aufs Klo musst, so. Oh, jetzt gibt's Gesella. Es ist zunächst Platz zum Weg. Tanz den Slowfox für mich. Ich geh auch noch ins Badezimmer. Leute. Meine Güte. Das geht doch voran. Langsam. Naja, sehr langsam. So, benutzen. Ja, warten wir einfach ganz kurz. Oh, jetzt habe ich es geschafft, einen wegzuscheuchen. Ja, der Rest kommt. Ah, sie gehen. Ah, ich gehe auch. Ich will auch immer weg. Und ich habe das Klo geschafft. Gut. Gerade so rechtzeitig. Perfekt. Ah, schön. Der eine Kerl ist immer noch da. Die sind alle noch da. Ja, weil Konstantin die beiden aufhält. Nein, geht nicht, das hat er nicht so gemeint, nein, der muss sich nur pissen. Nein, du scheuchst nur aus dem Raum, nicht vom Grundstück, das wäre dann bitte zu gehen. Oh. Dieser Spiegel ist so scheußlich. Aber er ist besser als der Tisch. Das ist wohl wahr. Macht dir eigentlich. Ich glaube, was gehen wir auch einen Job suchen, habe gerade eh nichts zu tun, so. Wegscheuchen, Job suchen, ich versuch's einfach nochmal. Und dann können wir aufhören, dann haben wir nämlich keine Notfälle mehr. Ja. So, okay. Der steht schon auf, perfekt. Wer ist das für Spot? Okay. Was suchen? Das, ich glaube, die haben. Achso, ich habe übrigens die Sensor ausgemacht, weil du mich einfach auf den Sack gehst. Und ich meine, das ist oder erst geduscht. Hm? Ist es eigentlich, das ist Scorby, okay. Ach, genau, das ist der Kranz, ja. Der Duschkranz, ja. Ich bin auch der alle versuchen trägt, schon vergessen. Ja, ich bin Platzüberwacher. Ja, nein. Cool. Weitersuchen. Ich glaube, es gibt nur noch die beiden Möglichkeiten, oder? Ich weiß nicht. Diese Frisur muss ich gerade ansehen. Moment. Nochmal Wahlkampf wieder weiter. Dann arbeite ich mit Konstantin zusammen. Das wäre recht praktisch, weil. Ja, komm. Selbe Fahrgemeinschaft, ja. Genau. Und das sind dann quasi 616 Euro. Aber seriously. Genial. Diese. Cool, das war super. Ich hab mich richtig entschieden, ja. Tschüss, okay. Achso. Bitte. Markus will aufs College. Nö, Markus kommt nicht aufs College. Markus wird gut arbeiten, so. Aber er ist noch nicht mal erwachsen. Ja, nö, aber der muss eh zur Schule. Gut, aber ihr wolltet schon vor 10 Minuten aufhören, glaube ich, oder sollen wir es doch ein bisschen weitermachen? Langsam. Wir haben jetzt, glaube ich, einen guten Punkt erreicht. Ich stehe gerade voll nass in der Dusche mit Klamotten. Eben, ist perfekt. Perfekt. Konstantin kam da draußen gerade die erste Saufparty mit. Ich glaube auch, ja. Sieht fast so aus. Was macht er da? Kotzen. Mitzuspielen, Football spielen, okay. Ah. Gut, dann sehen wir uns noch kurz an, wie er failt und dann war's das dann. Wow.
Qualitativ bist ja. Multitalent. Du bist ja einfach so ein richtiger. Du bist ja so ein Hulk Hogan einfach. Wow. Der Markus nicht ganz so sehr. Vor allem, weil er irgendwie. Oh. Oh, meine Frau, hi. Jana Meura, okay. Randvolles Bild. Könnte der Kerl halt mal aufhören, auf den Sack zu gehen? Du hörst den noch nicht mal. Ja, eben, aber ich weiß, was die sagen. Sportaktivität, was? Wieso Sportaktivität? Was hast du? Was habe ich gemacht? Alleine. Du hast, glaube ich, mit dem Kerl irgendwas gemacht. Ah. Der hat auch Footpack gespielt oder so. Ja, keine Ahnung. Ah, okay, im Haus. Platz ist ja da. Ich habe auch als Erwachsener nichts Besseres zu tun, als mich zu meinen Nachbarn zu stellen und einfach mal irgendwie so Footwork zu spielen. Was macht der Typ da hinter mir eigentlich die dich ganze anfeuern. Zeit? Dich anfeuern! Der ist einfach nur creepy. Der mag den Rücken sehr gerne. Der ist voll creepy. Okay, du gehst. Nächste Folge, wenn das Bild läuft. Mario Rotter. Ach, kann sich vielleicht einen Kerl wegbringen? Möglich, ja. Suddenly Nighttime. Suddenly Nighttime, genau, so. Ey, Konstantin mit seinem tollen Nachtgewand. Mhm. Ist super. Scrooge und so. Sieht gerade voll aus wie Scrooge. Nach vorne gebeugt. Jo. So, dann wirst du dich nach dem Aufstehen duschen. So, ich brauche noch nicht duschen, ich bin noch sauber. Was gleich dann gleich unter der Dusche stehe. Ich wollte gerade sagen, du duschst gerade. Ach ja, die Haare, genau. Sieht lustig aus irgendwie. Deine Haare, dafür sind voll toll. Hm? So, dann gehe ich hier schlafen. Schlafanzug, wie es vernünftige Menschen also tun. Hey, wir haben geklärt, welches dein Bett ist. Dann gehe ich halt woanders schlafen, das hier oben war das, glaube ich, oder? Nee. Das Kinderbett, ja. Das ist also Kindermotiv, ja, Sportmotiv halt. Dann kannst du auch, ja, dann ist eigentlich scheißegal. Diese Kette, diese freischwebende Kette. Okay. Du brauchst sonst noch was, der geht schlafen, du hast auch keine Probleme, außer kann eigentlich auch pennen gehen langsam. Eben. Also, so, und? Ah ja klar, meine Schlafklamotten sind auch so geil. Mhm, glaube ich. Muss ich nochmal schauen jetzt. Genau, so Markus braucht Spaß und braucht eine bessere Umgebung, ja? Ja, gut, dann geht einfach mal pennen. Macht seine Umgebung im Schlaf. So. So, ist jeder mit Schlafklamotten nochmal sehen? Vor allem meine. Hose. Mantel. Das Ding. Ach ja, ich will einfach die andere Cap anziehen und... Was tue ich da noch? Was tut der Kerl da? Warum trägt er einen Schottenrock? Dudley. Okay. Ist das seine Abendkleidung? Was sehr weird. Eigentlich wechseln die Sims ihre Kleidung nicht, wenn sie nicht im eigenen Haushalt sind. Nee. Hey Junge, dann geh halt jetzt duschen, meine Güte. Wenn du schon aufstehst, hoch, tschüss. Okay, anscheinend ist sie doch umgezogen. Oh, keine Ahnung. Und dann ins Bett mit dir. Bisschen schneller vielleicht. Wait, what? Seid ihr noch da? Du könntest jetzt vor ins Bett gehen, vielleicht auch bitten zu gehen. Ja, ich glaube auch. Nö, wenn ich es nicht mache, dann bleiben die da und dann machen die stärkere Besiedlung mit uns, obwohl wir nicht mehr interagieren, sondern sie einfach unsere Waschbecken benutzen. Ja, und unsere Kühlschrank leerräumen und uns langsam wahrscheinlich ruinieren werden. Ach was. Würden die doch nie tun. Konstantin, wie lange ist jetzt Zeit? Solange bis es sauber ist, also bis jetzt. Bling. Noch mehr Wasser. Pflanze muss gegossen werden. Ja. So, ihr könnt gerne in unserem Haus bleiben, aber stört uns nicht, weil wir wollen pennen. Genau, jetzt schlafen alle.
Mit eingeschaltetem Licht. Na, jetzt ist es aus. Okay. Jetzt gehen sie auch. Genau. Gut, dann war's das für den ersten Tag. Jo. Das war schon jetzt. Das war schon, ja, Das war schon, ja. Sehr faszinierend. Das Haus einfach. Das Haus, ja. Oh, das ist einfach so geschichtsträchtig. Ja. So. Aber das sieht von außen so unscheinbar aus. Eben. So. Wie so eine kleine Gartenhütte. Ja. In ein paar Fenstern. Dann. Jo, dann verabschieden wir uns, ne? Bis zum nächsten Mal. Wir haben zweimal dasselbe Fenster, ne? Haben wir? Blick auf dieses wunderschöne Haus. Im Bad. Stimmt, das muss ich noch ändern. Ganz kurz. Nein, Fenster. Doch, Fenster baut man auch, die kauft man nicht. Das ist ein bescheuerter Aufteil. Nein, das ist doch klar. Wenn du die Tür nur kaufst, dann steht sie irgendwo hinter einer Tür. Wenn du sie baust, dann hast du sie auch eingebaut. Haben wir aber auch, glaube ich, schon irgendwo. Nee, haben wir nicht. Das Fenster ist höher als das andere. Das finde ich interessant. Sieht witzig aus. Tschüss. Das war dieses hier. So. Holy shit. Perfekt. Richtig asymmetrich. So ist aber wirklich. Das Lampe. Ja. Da und so.